Also das erste Lehrjahr war super, weil wir da die drei verschiedenen Abteilungen kennengelernt haben. Also das Tanklager, Fuels und die Petro-Abteilung. Am besten hat es mir gefallen, dass man in jede Abteilung reinschnuppern konnte und die verschiedenen Prozesse kennenlernen durfte. Also wir sind hier jetzt im Tanklagerbereich. Hier stehen ungefähr 60 Tanks mit ungefähr 560.000 Kubikmetern. Hier werden verschiedene Produkte gelagert, zwischengelagert für den Verkauf und für die Weiterverarbeitung. Zum Beispiel Diesel, Heizöl, Kerosin für den Flughafen, Ethylen und Propylen für die Nachbarwerke. Dafür brauchen wir so viele Tanks hier. Und gibt es da mehrere Bereiche oder sind das nur die Tanks, die da stehen? Also zum Tanklager gehört auch die Dampferzeugung für die Raffinerie, die Abwasseranlage und die Fackelanlage. Und wie gefällt es dir da so von den Kollegen her und vom Arbeitsklima? Super, also das Klima ist sehr gut. Man lernt jeden Tag Neues. Die Operator, also die Chemikanten, sind sehr nett und erklären dir auch alles. Unser Ausbildungsleiter begleitet uns quasi die ganze Ausbildung hindurch. Wir machen mit ihm Werksunterricht, rechnen mit ihm für die Schule, er hilft uns bei den Anlagen. Wir gehen mit ihm in die Anlagen raus und also ich finde es interessant, dass man jeden Tag neue Aufgaben und neue Herausforderungen hat. Kein Tag ist wie der andere, man macht jeden Tag andere Sachen und das ist sehr abwechslungsreich.